Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon X. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich in dieser Höhle soll, wenn ich mal ehrlich sein soll. Ja, wirklich. Aber es soll etwas Komisches da drinnen vorkommen oder passieren. Oh! Oh, ein Eisstein. Hätte ich ein Evoli, könnte ich mir hier ein tolles, tolles Glaciola machen, aber nö. Wurde mir verwehrt. Wurde mir verwehrt, ja. Danke, Spiel. Da hochsurfen sollte mir eigentlich auch nicht viel bringen. Nee, das bringt mir nichts. Mhm. Da ist ein Item. Kriege ich das irgendwie? Irgendwie nicht, oder? Doch! Cool! Cool, danke. Danke, danke, danke. So, und jetzt würde ich dann aber gerne hier runtergehen. Alles klar. Wo bin ich jetzt? Ah, jetzt bin ich da am Anfang wieder. Verstehe, 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 verstehe. Da könnte ich einfach nur runterrutschen. Das ist gut. Lass uns campieren und unsere Pokémon heilen. Oh, du heilst meine Pokémon. Danke. Danke, meine Liebe. In der Flussröhre sollte man unbedingt ab und zu ein Lager aufschlagen und sich ausruhen. Danke für deine Hilfe. Das war nett. Ich hab Kohldampf. Warum kämpfst du dann? Warum isst du dann nicht einfach was, du Vollidiot? Roy. Georock. Ein Georock. Und ich habe immer noch Stinky vorne gegen diesen ganzen Wanderer hier. Das ist sehr klug. Kann es sein, dass ich in dieser Höhle eigentlich gar nicht mal so wirklich auf wilde Pokémon treffe? Bin ich erst wirklich auf eines getroffen? Auf Oink? Das könnte sein. Autsch, lass Plesio in Ruhe. Oh nein, nicht Initiative senken. Den Surfer. Oh, natürlich hast du Robustheit. Muss ja so sein. Immerhin, Plesio war immerhin schneller. Jetzt vielleicht nicht mehr. Jetzt vielleicht nicht mehr, was ein Problem ist, aber... Wird schon gehen. Ja, ist immer noch schneller. Fantastisch. So. Sag tschüss. Irgendjemand Level up? Nö. Auch Oink nicht. Das ist schade. So, was hast du noch? Noch mein Georock. Wer hätte das gedacht? Greif mir erstmal mit dem Eisstrahl an. Vielleicht haben wir Glück. Und das gefriert zu Eis. Wäre hier drin in dieser Höhle sogar möglich. Passiert aber nicht. Langsam sollte ich Plesio auswechseln, weil langsam ist es wirklich am Boden mit den Initiativwerten, ja. Komm, Surfer. Na! Nein! Okay. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Plesio gut ausgetankt. Sehr gut gemacht. Okay, was machen wir jetzt noch? Wir sollten jetzt auf jeden Fall auswechseln, weil wie gesagt, Plesio ist langsam. Drukara. Wisst ihr was? Spike. Spike. Ja, ja, das Drukara. Alle dachten, das ist vielleicht die Vorentwicklung des legendären Pokémon. Wow, ist das möglich? Wow. Nee, war alles Spekulation, die nicht annähernd der Wahrheit entsprach. Naja. Ich gehe mal kurz meine Freundin da unten wieder besuchen. Meine kurzzeitige Freundin, meine Affäre, könnte man sagen. Wir haben jetzt kurz zweimal miteinander geschlafen. Miteinander, ja. Wir haben gecampt, ja. Im selben Zelt. Nicht, was ihr denkt. Nur um das mal vorne wegzunehmen. Es ist ein Kinderspiel, verdammt. Stellt euch nicht so an. So, wir können wieder umherrutschen. Da ist auf jeden Fall ein Item, das ich unter Umständen gerne haben würde.
Links ist nichts, nein. Also müssen wir in die Mitte gehen. Fantastisch. Halt, so komme ich zum Item, glaube ich. Ja, mein Item. Äther. Und da oben ist wieder so ein Kampftyp. Ist wieder so ein Kampftyp. Was machen wir? Spike, ja. Allzwecklösung. Shit, das war jetzt nicht so... Wie komme ich da hin? Gar nicht. Fuck. Ich kann doch solche Rätsel nicht. Oh nein, oh nein. Okay, ich komme auf jeden Fall zu diesem kleinen Fleck da. Und jetzt muss ich so rüber, was anderes geht nicht. Ich kann jetzt nur nach unten. Ich kann jetzt nur nach links. Vielleicht so. Bringt auch nichts. Nein! Oh mein Gott! So nach unten bringt nicht viel, nee. Das bringt mir auch nichts, habe ich vorhin schon gemacht. Oh, Leute. Ich kann doch sowas nicht. Ja, mach tausendmal dasselbe, das bringt sicher auch viel. Wenn ich jetzt hier so in die Ecke reingehe... Ah, sieh einer an! Oh, dann steht da nur so ein Vollidiot. Bei dieser Kälte gibt es nichts Besseres, als sich und dem Gegner im Kampf ordentlich einzuheizen. Dann, ja, versuch das. Wilhelm. Voluminas. Sehe ich jetzt auch nicht unbedingt gerne. Deswegen muss das Vieh schnell weggehen. Egelsamen. Ist immer ein guter Anfang. Ich habe noch nie einen Voluminas trainiert. Beziehungsweise nur, um es zu entwickeln. Kann das Vieh auch noch was anderes Sinnvolles als Juwelenkraft? Ich weiß es nicht. So, machen wir auf den Schutzstachel. Damit sich Spike wieder komplett hochheilen kann. Und dann... Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt wirklich nicht so gut. Das war gut gekämpft, mein Wandlerfreund. Guter Einsatz von Sandsturm. Sandbombe! Warum hat das Vieh ein Schnauzbart? Echt, ey. Warum? Okay, du kannst scheinbar sehr viele Attacken, mein Freund. Natürlich ist Spike auch noch paralysiert, warum auch nicht? Warum auch nicht, ich meine. Ja. Gut, wenn Spike jetzt durchkommt durch die Paralyse, kann ich nochmal den Schutzstachel einsetzen und dann sollte es das dank den Edelsamen gewesen sein. Ja, scheiß Sandsturm. Und das reicht, jawohl. Sehr schön. Aber die Heilung reicht nicht ganz aus, aber ist egal. Blue, 49. Gut, machen wir. Ja. Erstmal Spike heilen. Ein paar Heiler. Jo. Und dann geht's weiter. Dich bekämpfen wir natürlich auch noch. Die Essenz des Karates liegt in einer einfachen Kreisbewegung. Was? In einer Kreisbewegung? Mach lieber ein Viereck. Kenji. Strepoli. Unterentwickelter Haufen Scheiße, ich hasse dich. Zeig mal, was du kannst. Schutzstachel. Und du machst was? Zermürben. Warum hat das Vieh eigentlich eine Clownsnase und auch eine Clownsfrisur? Ich meine, designtechnisch ist Trepoli wirklich eine Katastrophe, muss ich sagen. Wirklich eine Katastrophe. Ja, ist nun mal so. Vielleicht mögt ihr es, aber ich bezweifle es mal. Woher haben diese Viecher alle den Stahlträger? Wo habe ich irgendwo gefunden, habe ich mitgenommen. Die Baustelle geht nicht weiter, weil da ein Stahlträger zu wenig rumliegt. Super Sache das.
Ja. So, aber es riecht doch schon so, als ob gleich eine Art Bosskampf ansteht. Deswegen sollten wir Spike nochmal heilen. Und ich denke mal, ich wechsle die Spitze wieder aus und zwar auf Blue. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Und dann mal sehen, was passiert. Oh ja, Team Flair. Ist mächtig kalt hier drin, findest du nicht, Shawnee? Ich habe so eine Ahnung, dass sich weiter im Inneren noch etwas oder noch jemand befindet. Was du nicht sagst. Oh mein Gott. Rex Blizzard. Dieses Rex Blizzard ist ein Kraftexemplar, das nur so vor Energie strotzt. Und je mehr wir es reizen, desto stärker wird seine Fähigkeit Hagelalarm. Lass es uns rasch einholen. Lass es in Ruhe, verdammt. Hey! Halt die Klappe, Vollidiot. Diese Pokémon-Diebe schon wieder. Hey, was habt ihr hier verloren, ne? Ja, wonach sieht es denn aus, ne? Wir fangen hier Pokémon. Was sollten wir wohl sonst mit all den Pokémon anstellen? Wir haben es insbesondere auf Pokémon mit dieses Rex Blizzard abgesehen. Es steckt so voller Energie. Und was wollt ihr mit der Energie anfangen, hä? Also, ein Schnellmerker bist du nicht gerade. Wer am meisten Geld, Pokémon und Energie sein eigen nennt, ist unschlagbar. Ganz einfach. Denen, die nichts haben, bleibt nichts anderes übrig, als sich all das zu wünschen. Das erklärt aber noch nicht, warum Team Flair Unmengen Pokémon Energie und Geld anhäuft. Warum wollt ihr alles für euch haben? Was habt ihr vor? Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Wir von Team Flair werden überleben, sonst keiner. Schließlich besteht keine Notwendigkeit für uns, irgendwelchen unwichtigen Menschen zu helfen. Ich würde ja gern noch weiter hier mit dir quatschen. Nun habe ich leider absolut keine Zeit mehr. Hast du das gehört, schon? Niemand aus dem Team Flair soll überleben? Diese Leute sind da völlig übergeschnappt. Wir zwei machen diesen Rotznasen jetzt kurz im Prozess, verstanden? Los, Tali! Jawohl, wir haben hier eilen. Los, Team Flair, immer weiter, Team Flair. Das ist das Markenzeichen von Team Flair. Bei uns ist immer alles eitel Sonnenschein. Was ist los mit euch? Oh nein, muss ich jetzt mit diesem Vollidioten Doppelkampf machen? Nee, muss ich nicht. Muss ich nicht. Oh, Blue. Oh, Blue. Kein guter Kampf für dich. Tut mir leid. Tut mir leid. Blizzard, los! Großartig, diese Attacke ist so unfair. Die wäre für Blue sicherlich schmerzhaft gewesen. Aber nicht für Blizzard. Einstrahl. Scheiß Vieh, du! Ist viel zu schnell. Aber du bist auch schnell besiegt. Und tschüss. So, und Pokémon Nummer 2, das du dabei hast. Nachdem sie Blaziken noch ein wenig geheilt hat, ist. Wir sehen es gleich. Voltenso. Was zum Fick macht ihr mit Voltenso? Blue, ja. Auf jeden Fall. Haben ja die Knochen hat. Woher auch immer Blue den Knochen hat. Tja, von seinem letzten Gegner, dass es geplättet hat. Okay, Blue. Zeit für die Mega-Entwicklung. Dass hier mit Blue kämpfen muss, beziehungsweise mit Lucario. Ich meine, ich bin echt kein Fan von Lucario. Wirklich nicht, aber. Es ist hier gerade sehr, sehr stark. Das einzige Pokémon, das ich mitnehmen darf, das eine Mega-Entwicklung involvieren kann. So, das war gute Arbeit. Das war wirklich gute Arbeit. Ich muss einen Weg geben, nach einer Niederlage die Zeit zurückzudrehen. Nee, das gibt's leider nicht. Das wäre ziemlich cool. Geht aber leider, wie gesagt, nicht. Ich mag verloren haben, doch der Anblick dieser Zauber mit der Welt entschädigt mich dafür. So sollte es sein. Immer eitel Sonnenschein. Ja, nun? Nun? Mein Team ist eigentlich geheilt, plus minus. Rex Blizzard, geht's dir gut? Blizzard. Okay, dann du. Du bist weitaus stärker, als du aussiehst. Wie viel Energie wohl sonst noch in dir steckt, hä? Werden wir sehen. Was habt ihr alle für scheiß Brillen auf? Magnolia. Hundemann.
nur ein Hundemon. Okay, Blue. Sei vorsichtig. Das Vieh ist gefährlich. Allerdings sollte es auch besiegbar sein. Das ist Level 48. Shit. Gefährlich. So, hau es weg. Hau das Fehler. Bam. So, kein Thema. Kein Thema. Und immer noch schlechte Werte. Spike 52. Leitteile wäre interessant, aber nee, nicht auf die Art, wie ich hier spielen möchte. Plesio 46. Oink 41. Oink versucht Fuchter zu erlernen. Das ist immerhin stärker oder besser als Bodycheck, würde ich sagen. Ja. Sehr gut. Und du besiegst Magnolia. Du bist nicht nur stark, du bist zu stark. Zu stark, um wahr zu sein, so wahr ich hier stehe. Tja. Tja. Noobs. Ah, ich war noch nie gut zu verlieren. Nicht sie weg, Abmarsch. Cool. Schon, hast du denn gar keine Angst vor Team Flair, hä? Ich fürchte mich vor denen und kämpfen will ich schon gar nicht gegen diese Schufte. Andererseits hätten wir Rex Blizzard nicht beschützen können, wenn wir nicht gegen sie gekämpft hätten. Ich bin normalerweise eher der zurückhaltende Typ, aber manchmal muss ich mich dazu zwingen, ein bisschen mehr aus mir herauszugehen. Jetzt müsste sich auch das Mammutell wieder beruhigt haben. Ein Glück. Geht's dir gut? Blizzard. Nanu, Rex Blizzard will dir offenbar etwas geben. Rex Blizzard Need. Dankeschön. Danke sehr. Saar. Danke, Rex Blizzard. Mach's gut. Tschüss. Okay, okay. Aber es gibt hier noch einen Weg, den wir noch nicht gegangen sind in dieser Höhle drin. Den wir jetzt noch gehen möchten. Was haben müssen wir dazu? Was? Oh, wieder mal ein wildes Pokémon. Wer sagt's denn? Wow, Sirio. Nee, auch du bist nicht das, was ich gerne gehabt hätte. Vielleicht sehen wir sie noch. Wenn nicht, dann nicht. Ich meine, ich kann es mir eh nicht mehr fangen. Es sei denn natürlich, es ist ein Shiny, dann darf ich es mir fangen. Ich meine, macht uns da nichts vor. Dann fange ich es mir natürlich. So, runter da. Und wir sind da oben rechts entlang gegangen, dann gehen wir jetzt hier noch geradeaus. Bestimmt nur ein Item oder sowas. Oder gar nichts. Doch, Angriff plus. Ui, toll. Das hat sich gelohnt. Hier auch noch was? Nö. Gut, verlassen wir dieses eisige Scheißgebiet hier. Es war zwar schön hier drin, aber... Nein, wir haben immerhin Oink gefangen. So, gehen wir noch kurz nachsehen, wie es mit Mammutell jetzt geht. Stimmt, wir hätten vermutlich nicht ins nächste Gebiet gehen können ohne Mammutell. Ja, jetzt ist es weg. Weil Mammutell benötigt man dann auf der nächsten Route, glaube ich, oder so. Irgendwie so, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. So, gib mir mein Fahrrad. Oder wisst ihr was? Wir nehmen die Abkürzung. Und zwar zurück zum Pokémon Center. Und da würde ich dann sagen, Leute... Moment, wir sind noch nicht so weit. Leute, das war's für heute mit Pokémon X. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!